Verehrte Anwesende, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend ein bisschen erzählen darf über die Gefahren, die sich mit den Algorithmen verbinden. Normalerweise sieht man das ja nicht so. Man hält ja die Algorithmen und deren Wirkung eigentlich mehr als etwas enorm Zukunftsgerichtetes. Genau gesagt, man denkt so, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden die gewaltigsten, die größten Probleme unserer Zeit eigentlich algorithmengestützt, KI-gestützt, künstliche Intelligenz gestützt bewerkstelligt sein. Man erhofft sich große Erneuerungen, man erhofft sich im Gesundheitsbereich große Veränderungen, man glaubt, dass die Politik entscheidend besser gestaltet werden kann, wenn man erst alle Big Data Mengen entsprechend ausgewertet und ausgeprüft hat. Und man ist heute sogar schon so weit, dass man mit der Hilfe von Algorithmen die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen in Großstädten vorauszusagen beginnt und die Einsatzpläne der Streifenwagen, also algorithmengestützt, einrichtet. Wenn Sie sich überlegen, was eigentlich mit einem solchen Algorithmus alles verbunden ist, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, so fast alles, was es heute da draußen so gibt, könnte irgendwie mit der Sache zu tun haben. Es steht zunächst einmal für softwaregesteuerten Maschineneinsatz, in der Verwendung für selbstfahrende Autos, für Industrieroboter, für selbstlernende Maschinen, für digitale Assistenten wie zum Beispiel Fräulein Siri. Es steht für Spiele, es steht für Waffen, es steht noch für vieles, vieles mehr. Und im Wesentlichen geht es eben bei dieser künstlichen Intelligenz immer technologisch um selbstlernende und stets rückkoppelnde sogenannte Algorithmen, die eben das Kernstück eigentlich der ganzen Angelegenheit sind. Ein Algorithmus wiederum ist eine Art systematische, logische Regel oder zumindest eine konsequente, in Abfolge durchgeführte Vorgehensweise, die zur Lösung eines bestimmten Problems oder zu einer Problemklasse führen kann. Es ist so eine Art Handlungsvorschrift, kann man auch sagen, so eine Art Bedienungsanleitung für Abläufe, die man eben aber auch auf einem Computer zum Ablauf bringen kann. Im Kern geht es bei der künstlichen Intelligenz und der Anwendung solcher Algorithmen darum, Systemen wie Robotern oder eben Softwarelösungen ein eigenständiges Handeln beizubringen, wobei die Systeme dann lernen, sich in unbekannten Umgebungen zu orientieren, sei es in realen Umgebungen, wie zum Beispiel die Autos von Google, die jetzt in Testläufen durch San Francisco schaukeln, oder eben in virtuellen Datenuniversen, die durch Big Data gestützt eben durch solche Algorithmen aufgearbeitet werden und die überhaupt nur auf diese einzige Art überhaupt bearbeitet werden können. Auch wenn die erste Generation der künstlichen Intelligenz bedrohlich gut war von der technischen Performance her, denken Sie an Watson, denken Sie an den Schachstar, an den Jeopardy-Star, das war ja eine tolle Geschichte, was damals eigentlich schon möglich war. Aber jetzt ist nochmal ein ganz großer Technologiesprung möglich geworden, dadurch, dass man künstliche neuronale Netze erfunden hat, die eben bestimmte Gehirnfunktionen praktisch simulieren. Und damit lässt sich auch nichts anderes machen, wie Daten in Mathematik zu verwandeln, aber halt noch viel, viel effizienter, als dies bislang überhaupt möglich war. Diese neuronalen Netze, die basieren im Wesentlichen auf den Forschungsarbeiten von Geoffrey Hinton, mit dem sich zwei wichtige Merkmale der künstlichen Intelligenz zusammenfassen lassen, einmal Mustererkennung und zum anderen Prognoseerstellung. Das sind die zwei ganz wichtigen Elemente, um die es eben geht bei der Arbeit mit dieser neuen Intelligenzform. Mustererkennung heißt, man kann über Kameras und Mikrofone
eben gesteuerte Erfassung von Gesichtern, von Objekten, von Stimmungen, von Sprache entsprechend machen und kann vor allem auch entsprechende Abweichungen von bestimmten Mustern durch diese Überwachung, durch Kameras und Mikrofone und so weiter sicherstellen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, der ist eben bezogen auf die Prognoseerstellung, wo es eben um Hochrechnungen geht, wo es um Hochrechnungen von Wahrscheinlichkeiten geht, die eben aufgrund von immer größeren Datenmengen heute zu den kompliziertesten Themen angestellt werden können. Und vor allem eben auch durch das Internet der Dinge immer weiter und immer weiter und immer weiter eben beflügelt und befüllt werden. Ja, Mustererkennung und Prognoseerstellung sind natürlich ideale Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz für die Wirtschaft. Von der Gesichts- und Stimmungserkennung bis zur Werbeschaltung auf punktgenauer GPS-Positionierung in irgendeinem Supermarkt, in dem mir genau an dem richtigen Regal, in dem ich gerade stehe, eine Werbeeinblendung für Zahnpasta geliefert wird. Oder von der Ermittlung des genau richtigen Moments einer Werbeschaltung, während ich in irgendwelchen Online-Spielen mich verliere, bis zu dem Spielertypen erkennen, wo nach einer riesigen Menge von Spielertypologisieren der Computer also identifizieren kann, was das für eine Spielertype ist, ob sie lang spielt, ob sie kurz spielt, was für Schockerlebnisse sie braucht und so weiter. Es geht immer ums Gleiche. Es geht immer darum, aus maximaler Überwachung und maximaler detaillierter Überwachung und anschließender KI-Bearbeitung eben gewaltige Profite zu machen. KI-Instanzen haben einen riesigen Einfluss aufs Finanzmarktgeschehen. Man geht davon aus, dass heute 70% aller Finanzmarkttransaktionen von solchen Algorithmen gesteuert werden. Und by the way, in Bezug auf die Frage, ob da immer ein Mensch dahinter steht. Das Problem bei diesen Prozessen ist oft, und vor allem auch wenn man die Börsengeschäfte heute so genau verfolgt, ist oft der, dass dort Dinge passieren, wo eben kein Mensch dahinter steht, wo die Dinge sich praktisch selbst optimieren, immer weiterentwickeln und Dinge machen, die der ursprüngliche Entwickler in der ursprünglichen Form gar nicht nachvollziehen kann. Also es ist nicht nur so, dass immer ein Mensch dahinter sitzt, der den kontrolliert, sondern dummerweise ist es so, dass einige von denen sozusagen schon so ein bisschen spazieren gehen. Ja, KI-Instanzen entscheiden vermehrt über Investitionen, das finde ich sehr bedenklich. In Hongkong zum Beispiel, da sitzt eine künstliche Intelligenz im Aufsichtsrat einer beachtlichen Investmentgesellschaft und zwar mit vollem Stimmrecht. Der hat so viel Stimme wie seine Kollegen und stimmt also über entsprechend Investitionen in Biotech-Bereichen und was es auch immer geht, entsprechend mit. Gruselig, mit Sicherheit. Aber es wird auch von KI-Instanzen über Personaleinstellungen heute entschieden. Natürlich über die Vergabe von Bankkrediten und mittlerweile natürlich auch über den Abschluss von Versicherungspolicen. Und vieles, vieles andere mehr. In meinem Essay führe ich das ja alles aus, was da alles so passiert. Ich persönlich finde das schlimm, aber ich finde noch schlimmer den Einsatz dieser künstlichen Intelligenz außerhalb der Wirtschaft, nämlich im Bereich der Politik, also im Bereich des Rechtsstaates. Und hier ganz heimlich, still und leise und von der Öffentlichkeit gar nicht groß bemerkt, ist es nämlich so, dass die künstliche Intelligenz heute auch in der Politik eine ganz, ganz wichtige Stimme hat. Auf Theorien und auf der Philosophie des Behaviorismus nach Skinner und seinen Kollegen entstand praktisch eine neue politische Denke, ein neues Politikverständnis, sag ich mal, nachdem der Mensch quasi als defizitäres Wesen eben nicht autonom und selbstständig einzuschätzen ist und deswegen konditioniert und programmiert werden kann, gerade so wie zum Beispiel eben der Pavlovsche Hund oder eben entsprechendes Softwareprogramm. Außerdem ist der Mensch in seinem Erkenntnisvermögen, in seinen Erkenntnisfähigkeiten oft limitiert. Er trifft oft falsche Entscheidungen, die auf einfacher Kausalität und nicht, wie man sich vorstellt, auf statistischem Wissen und Faktizitäten aufbaut. So sieht das zumindest der berühmte und weltbekannte Verhaltensökonom Daniel Kahneman, der erste Nichtwirtschaftler mit einem Wirtschaftsnobelpreis, auch sehr interessant, der eben davor warnt, die menschliche Intuition allzu ernst zu nehmen.
Weil, wenn man das macht, dann ist eben die Gefahr voreilige Schlüsse gegeben und notorische Selbstüberschätzung und so weiter und so weiter. Also aus solchen sicherlich zum Teil auch berechtigten Überlegungen wird abgeleitet, dass der Mensch als limitiertes und defizitäres Wesen einer, man sagt, paternalistischen Fürsorge bedarf. Das heißt, der Mensch muss an die Hand genommen werden und vormundschaftlich praktisch zu seinem Glück und zu seinem Erfolg geführt werden. Das heißt also, dass dem Staat und irgendwelchen staatsnahen Organisationen gestattet sein soll, den Bürger zu solchen Entscheidungen anzuregen, die langfristig in seinem Interesse liegen, auch wenn er es noch gar nicht kapiert hat. Und aus der Werbung kommt der richtige Begriff natürlich, Nudging. Nudging steht für Stupsen, für Anstupsen zum eigenen Wohl. Klingt ja auch ganz charmant und freundlich. Und die eigentlichen Begründer dieses politischen Paternalismus oder Nudgings in der Politik sind Richard Thaler und Cass Sunstein, die eben dieses Konzept des politischen Nudgings bereits 2008 in einem berühmten Buch mit einem sehr schönen Titel schon detailliert entwickelt hatten. Das Buch heißt Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Mhm. Ja? Also darum geht es ja eigentlich, ne? Health, Wealth und Happiness, jedenfalls aus der amerikanischen Weltsicht. Und das Dumme ist, es blieb nicht beim Bücherschreiben. Sunstein mischte 2008 beim US-Wahlkampf bereits mit, Thaler 2010 bei Cameron England. Und auch in Deutschland wird munter genatscht. Merkel begründete eine Projektgruppe unter dem Titel Wirksam regieren und hat die schon 2015 auf den Weg gebracht. Ja, wenn auch aus Sicht der Selbstbestimmung des Menschen, also aus dem, was ich so für angemessen hielte, es total problematisch ist, die Menschen in eine Richtung zu stupsen, kann natürlich, das wäre immer wieder gefragt, kann ich natürlich nicht total ausschließen, dass das auch sinnvoll sein kann. Verstehen Sie? Gruselbilder auf Zigarettenpackungen. Platzierung von gesundem Essen vorne beim Buffet in der Kantine der Schule. Aufkleber, wo fetter Verbrauch von Energie und Strom auf Elektrogeräten draufsteht. Das macht alles sicherlich irgendwie Sinn. Allerdings, wenn Nudging für bestimmte politische Aktivitäten, für Absichten, für Ziele eingesetzt wird und wenn das dann noch gekoppelt wird mit Algorithmen, dann wird es schwierig. Deswegen ein ganz kurzer Blick auf Google an dieser Stelle. Google, bekanntermaßen, tut über 57 Signale von der Browserart, wo ich mich gerade einlogge und so weiter, was ich gerade für ein Hotel wieder bestellt habe und so weiter, macht sich ein Bild von mir und notiert sich dieses Bild. Deswegen ist es noch viel kritischer. Die merken sich nicht nur ihre Hotelauswahl, die merken sich alles, was so um sie drumherum ist. Und deswegen ist es eben so, dass bei einem ganz bestimmten Suchbegriff auf denjenigen, der ihn eingibt, bezogene Fundstellen gefunden werden. Oder andersrum ausgedrückt, es macht einen Unterschied, ob Sie als Umweltaktivist oder als Atomstrommanager den Begriff Energiewende eingeben. Und das ist ein Phänomen, man bezeichnet es Filterbubble, wurde viel untersucht und beschrieben und ist also dummerweise tatsächlich so. Und das führt dazu, dass Google-User eben immer verschärft ihre eigene Meinung serviert bekommen. Also immer das, was so eigentlich in mein Kram passt, kriege ich da geliefert. Und das führt zu dem sogenannten Bestätigungsfehler, der darin besteht, dass ich immer denke, was ich erzähle, das ist es. Ja. Klar, das ist, führt zu einer Verengung des Horizonts, das ist Ihnen ja allen klar. Was nicht so klar ist, dass der gleiche Mechanismus natürlich auch für Wahlen und für das Politgeschäft von einer großen Bedeutung ist. Ja. Und so gibt es einen auch bekannten Professor, Robert Einstein, Epstein aus Harvard, der bestätigt, dass man mit dem Google-Algorithmus nicht nur Wahlen beeinflussen, sondern mitentscheiden kann, faktisch mitentscheiden kann. Er hat sich beschäftigt mit dem Thema, dass die meisten Leute, über 90%, überhaupt nur die erste Seite bei Google angucken. Ja? Und wenn man jetzt, was auf dieser ersten Seite passiert, auch nur ein bisschen manipuliert, ein bisschen, kleines bisschen pusht oder schubst, wenn man das macht,
dann ist die ganze Geschichte gleich eine ganz andere. Und so können Ereignisse, Politiker, Fukushima, was weiß ich, einfach verschwinden oder eben verstärkt werden. Ein entsprechender Test mit 4.500 Leuten in Indien und in Amerika von eben jenem Epstein konnte nachweisen, dass die Reihenfolge, die bloße Reihenfolge der Politiker in diesen ersten Positionen bis zu 20% der unentschlossenen Wähler hat manipulieren können. Und die haben es noch nicht mal gemerkt, dass sie im Rahmen eines Versuchs manipuliert wurden. Wobei, das darf man ja auch nicht übersehen, bei Facebook ist die Manipulation oder sagen wir die Informationsauslese, die Informationssteuerung eigentlich was ganz Normales. Es ist ja so, dass die Feeds, die man da von den Freunden bekommt, ich weiß nicht, wer von Ihnen so ein Konto hat, aber mehr als 300 werden Sie im Durchschnitt nicht kriegen, selbst wenn Sie unter den ganz großen Aktivisten bei Facebook sitzen würden. Sie kriegen aber faktisch mehr, es gibt mehr und so wird aus dem Schnitt 1500 möglicher eben für Sie ausgesucht, was man bei Ihnen auf Ihrem Facebook-Account abliefert. Ja, wie passiert jetzt das? Das passiert genau auch wiederum eben algorithmengestützt und zwar so, dass auch hier wieder man annimmt, dass man das, was man eben hören will, eher das ist, was man selbst so quatscht. Und wieder kommt es genau wie vorher eben zu einem entsprechenden Filtergebabbel, zu einem ganz bestimmten Problem der Verengung. Facebook, wissen Sie ja, arbeitet mit den Likes. Ne? Man liked dieses, man liked jenes, man bekommt Katzenfotos, die muss man auch liken. Und so ist man eigentlich den ganzen Tag irgendwas am Liken. Und es ist interessant, dass die Menschen ziemlich ungeniert alles Mögliche liken. Was sie nicht wissen ist, dass man jetzt auf Grundlage dieser Likerei im Hintergrund komplexe Psychogramme erstellen kann und das eben auch tut. Das ist ein neues Forschungsgebiet, nennt sich Psychometrie oder auch Psychografie, eine Methode, Persönlichkeiten zu vermessen. Und eine wichtige Persönlichkeit in diesem Persönlichkeitsforschungssektor ist ein gewisser Michael Kosinski, ein Wissenschaftler der Cambridge University, der schon 2012 den schlüssigen Beweis auf den Tisch legte, dass man über statistische Analyseverfahren anhand von Likes, haben sie eine Untersuchung gemacht, von Likes von 58.000 Probanden, ganz, ganz sensible Daten aus dem Leben dieser Probanden entwickeln konnten. Und zwar nur über durchschnittlich 68 ausgewertete Likes. Zu 95% stimmte die Zuordnung der User zu afrikanischem oder kaukasischem Hintergrund. Komplexe Frage. Zu 93% stimmte die Unterscheidung in männliche und weibliche User und in Christen und in Muslime, auch heikel. Zu 82% wurde Zugehörigkeit zu den Demokraten oder den Republikanern richtig analysiert, werden wir gleich noch sehen, warum das in Wahlkämpfen natürlich das A und O Bargeld praktisch ist. Und zu 88% stimmt die Vorhersage in Bezug auf die sexuelle Orientierung bei Männern, in ihrer Ausdrucksform offensichtlich etwas deutlicher, besser als bei Frauen, aber im Prozentbereich Abweichungen. Und so haben die tatsächlich sich getraut, noch weiter zu gehen und haben bei den Kongresswahlen 2010 eine neue Schaltfläche bei Facebook eingebaut, die I'm a Voter-Schaltfläche, wo ich, alles in guter Absicht, wo ich jetzt meinen Mitmenschen mitteile, dass ich voten gehe, also ich gehe zum Wählen, in der Absicht, sie, der sie eben immer zu Hause auf dem Sofa bleiben, auch anzustiften, auch zu gehen. Klingt auch toll. Die haben da einen Versuch gemacht mit 61 Millionen Menschen, ist auch irre heute. Ne? Wir haben früher, auch in der Werbung, haben wir mal so eine Schaltung gemacht und haben uns gewundert, was passiert und dann ist nicht viel passiert. Heute machen die Versuche mit 61 Millionen Menschen, mit getrennten Versuchsgruppen, 600.000 Leute. Also die machen im ganz großen Stil, machen die da Versuche mit den Menschen und haben getestet, wie man eben durch die Veränderung dieser Schaltfläche zum Beispiel, wie man da Wahlverhalten beeinflussen und manipulieren könne. Und sie haben ihm auch einen schönen Namen gegeben, also Facebook selber hat das einen Auftrag gegeben, das 61 Millionen Menschen Experiment zur sozialen Beeinflussung und politischen Mobilisierung. Die haben überhaupt gar keine Scham, die tarnen das nicht mal ab, die sagen ganz offen, was sie machen. Ja, das ist irre. Und die Welt sagt nicht, oh pfui, sondern die sagt, wow. Ja?
Ja, also jetzt kommt's. 340.000 Menschen konnten durch diesen Knopf mehr zum Untergang bewegt werden. Das finde ich ein tolles Ergebnis. Und so gibt es noch viele, viele andere Features, zum Beispiel eben auch das Feature, ich nenne es mal Feature, dass man im Juni 16 jetzt, also im letzten Jahr, online gestellt hat, ein Wählerregistrierungsbutton, wo man aufgefordert wird zum Registrieren gehen. Sie wissen ja vielleicht, in Amerika gibt es 240 Millionen Wähler und davon sind im letzten Fall so ungefähr 120 zum Wählen gegangen und mehr als 60 haben gar keine Zulassung zum Wählen. Und deswegen ist es wichtig, die Leute zu mobilisieren, da spricht gar nichts dagegen. Stellen Sie sich vor, das wird punktuell gemacht und mit einer politischen Absicht. Ja. Überhaupt ist die Frage nicht, ob Facebook Wahlen manipuliert. Das ist gar nicht der Punkt. Im Gegenteil, Facebook hat sich ja in der letzten US-Wahl eher als links oder, um Gottes Willen, also jedenfalls Clinton-orientiert geoutet. Die haben ja sogar ohne ihre Algorithmen händisch Beiträge der Republikaner in der sogenannten Trending-Box haben sie verändert, hat natürlich Ärger gegeben, sind sie dann ersetzt worden durch Algorithmen, dumm gelaufen. Ja, das ist auch eine gute Geschichte und eine sehr gute Geschichte, wo auch die Algorithmen wieder im Wahlumfeld tätig sind, sind die Fake News. Haben Sie vielleicht auch schon von gehört? Fake News sind absolut das Mittel der Wahl, wenn Sie heute Wahlen fälschen wollen. Diese Falschmeldungen sind so komponiert, die sind so aufgebaut und so substantiiert, dass sie diese Funktionsmechanismen der sozialen Netze wunderbar unterstützen. Das heißt, sie setzen auf Reflexe wie Empörung, wie gefühlte Wahrheiten, so auf Reizthemen wie Migranten, wie Flüchtlinge, wie Kinder, Missbrauch, Krieg, Gewalt, diese Dinge. Und selbst so ganz aberwitzige Links zu angeblichen Nachrichtenseiten, etwa zum Beispiel über die Ermordung von dem FBI-Mann, der die Clinton-E-Mails hätte untersuchen müssen, oder Clintons angebliche Waffenkäufe, so à la WikiLeaks bestätigt, Hillary hat Waffen an den IS verkauft. Und ähnlicher Blödsinn, wie zum Beispiel die Meldung, der Papst unterstütze persönlich den Trump, das wurde einfach nicht gelöscht. Weil in diesen Meldungen, in diesen Feeds eine solche Dynamik drinsteckt, die den ganzen Apparat entsprechend nach vorne pusht und natürlich auch die Präsenz von Facebook auf dem Markt eben befeuert. Ja, insofern hat Facebook mit Sicherheit zum Wahlausgang beigetragen, auch wenn das Zuckerberg am Schluss abgestritten hat und auch wenn es ihm vielleicht leid tat, weil er sich ja wirklich auch relativ klar gegen Trump zumindest am Anfang in Position gebracht hat. Ja, es ist vieles lobenswert, was er so macht, ja, gar keine Frage. Also zum Beispiel hat er jetzt zu den 4.500 Mitarbeitern, die 1 Million Warnungen und Meldungen aus dem Userkreis, der Facebook-User, hat er zu den 4.500 Menschen nochmal, oder ist er dabei, nochmal 3.000 Menschen einzustellen, nichts anderes machen, wie irgendwelchen Gewaltvideo, Fake News und Hate Speech Geschichten nachzugehen. Ist eine Rieseninvestition, hat er sich auch nicht so vorgestellt. Lobenswert, ja. Aber es ist eben immer alles zum Preis einer noch größeren Überwachung. Ja, oder ganz schrill, das Neueste, wo sie jetzt gerade dran sind mit 60 Forschern, die sind dabei, Gedanken zu lesen. Natürlich nicht, um die Menschen auszuspionieren, ganz so gar nicht, sondern nur, um Diktate zu vereinfachen. Also praktisch, Sie können dann aus dem Kopf heraus diktieren oder Sie können aus dem Kopf heraus eine Übersetzung kriegen. Also ich denke Teetasse und es kommt entsprechend Teetasse auf Chinesisch. Ja. Also abgesehen davon ist es noch ein drauf, von wegen gibt keine Gefahr von Algorithmen. Die sogenannten Social Bots, die finde ich noch also wirklich extrem bedrohlich. Social Bots sind Software-Roboter, also Programme, die menschliches Verhalten simulieren. Die tun so, wie wenn sie Menschen wären und bewegen sich in sozialen Netzwerken wie Facebook und so weiter und agieren, interagieren, kommunizieren mit den Menschen. Die können Kommentare beantworten, die können Beiträge verfassen, die sind schlau genug, nicht für Menschen gehalten zu werden. Die sind so programmiert, dass sie nachts auch scheinbar schlafen. Also sie haben so ein Tag-Nacht-Verhalten, wo man auch nicht drauf kommt. Die Hashtags, die man aussucht, die realistisch wirkenden Accounts, die Bilder, die sie sich dann
praktisch zuordnen. Also gibt es ja so dann Profilbilder. Die Posts, die Follower, die haben wieder Follower, die Follower. Das können Sie alles programmieren, ist gar kein Problem. Sie können diesen ganzen Zirkus entsprechend programmieren und die fallen eben nicht auf. Meine Damen und Herren, es gibt 100 Millionen solche Fake-Accounts, mindestens, zurzeit, die sich eben einmisten und einnisten. Und eine Studie der University of Southern California hat bewiesen, dass während der Wahl also mindestens 400.000 Bots konkret eingegriffen haben. Die haben 3,8 Millionen Tweets abgesendet. Das ist 20%. Das ist 20% vom gesamten Twitter-Aufkommen überhaupt während der ganzen Wahl. Ja? Und haben jetzt dabei 75% für den Trump votiert und zu 25% für die Clinton. So ist also der Hashtag Trump won sehr schnell nach oben gestiegen. Und obwohl die Presse eben und auch die Meinungsforschung klar der Meinung war, das erste Duell, viele haben es vielleicht gesehen, war ja eindeutig, wer das gewonnen hat, aber eben durch diese gefakten Social Bots war dann das Ergebnis eben anders zu sehen. Und plötzlich gelten algorithmengesteuerte Trends, die es so gar nicht gegeben hätte. Die eben vor allem im Kontext von Wahlen sehr bedenklich sind, weil eben mit künstlich erstellten falschen Meinungsbildern Wähler beeinflusst werden können. Das sollte man nicht glauben, das ist aber so. Menschen lassen sich offenbar durch Prognosen beeinflussen. Das heißt, wenn man den Menschen oft genug erzählt, dass der Trump jede dieser Debatten gewonnen hat, dann fühlen sie sich irgendwie so ein bisschen verpflichtet, dann vielleicht auch den armen Kerl zu wählen. Das ist übrigens ein Grund, warum Meinungsforschungsinstitute wie zum Beispiel Infratest und solche Leute 10 Tage vor der Wahl zum Beispiel gar nichts mehr machen an Prognosen, ja? weil das einfach zu gefährlich ist. Man weiß das, ich wusste das nicht. Ja, und deswegen sind solche Bots eine Gefahr für die Demokratie, weil sie ein Meinungsbild schaffen, weil sie Leute beeinflussen und weil sie unsere Sicht auf das Geschehen irgendwie total verändern und man eben das Gefühl hat, man lebt vielleicht in einer ganz anderen Zeit, man lebt in einer ganz anderen Realität. Ja? Vielleicht ist es wirklich schon so, dass da draußen nur noch Nashörner rumlaufen und ich habe es noch nicht gemerkt. Ja, und damit nochmal zurück zur Psychometrie und diesem Professor Kosinski, von dem ich vorher schon sprach. Jetzt ist es nämlich so, dass man mit dessen Methoden nicht nur Menschen nach psychologischen Modellen und Kriterien vermessen kann, um entsprechende Psychogramme zu erstellen. Man kann es auch umdrehen, das Verfahren. Man kann auch nach psychologischen Profilen suchen, wenn man die richtige Anordnung der Algorithmen in den entsprechenden Suchmaschinen wählt. Und insofern hat er eigentlich eine Menschensuchmaschine erfunden, mit der man zum Beispiel unentschlossene Demokraten finden könnte. Was natürlich auch wiederum wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Und jetzt ist es so, das ging auch neulich durch die Presse, wurden diese Forschungsergebnisse dazu verwendet, aus der Menschensuchmaschine eine Wahlbeeinflussungsmaschine zu basteln. Und zwar interessanterweise von einem Thema Cambridge Analytica. Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Firma schon gehört haben. Die gab es früher auch schon, ist eine Meinungsmachfirma, eine Mediengesellschaft, in deren Vorstand Steve Bannon sitzt. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern. Steve Bannon ist der ehemalige Herausgeber dieses ultrarechten Hetzer- und Schimpfer-Online-Portals Breitbart News. Eine ganz üble Figur, die ist aber jetzt doch zum Chefberater ins Weiße Haus hereingeschafft hat. Ja, und diese auf dem Kosinski, seinen Modellen basierte Methode der Wahlbeeinflussung heißt so: jeden Wähler seine Botschaft. Das ist der Trick. Also, aus Facebook-Profilen haben die bei Cambridge Analytica von 220 Millionen Amerikanern individuelle Psychogramme errechnet. Die haben sie dann vollautomatisiert in Ansprache, in digitale Ansprache und in kleine Handzettel für Hausbesuche umgeschrieben. Und mit dem ist man dann praktisch bei den Leuten vor der Tür gestanden und hat online und offline die Leute bedrängt, eben über sogenanntes Micro-Targeting.
eben den Trump zu wählen. Was natürlich in seinem Fall besonders gut funktioniert, weil er eh opportunistisch, also nicht so besonders stringent auf irgendeine Linie beharrt, sondern halt, was so gerade kommt, auch durchaus durchlässt. Ja, wobei es geht nicht nur darum, in solchen Kampagnen den Trump oder eben eine solche Figur zum Präsidenten zu machen. Man muss natürlich mit dem gleichen Verfahren, muss man den jeweiligen Gegner, also in dem Fall Hillary Clinton, wiederum Algorithmen gestützt von der Wahl abhalten. Und so hat man praktisch zum Beispiel in Bezug auf die letzte Wahl, ist man hergegangen, hat mit gekauften Facebook-Ads, Facebook-Ads sind die Dinger, die auf der rechten Seite von Facebook da immer hochpoppen, also mit gekauften Inseraten, hat man Afroamerikanern, von denen man aus der statistischen Auswertung über ihre voraussichtliche Nichtzugehörigkeit zu dem Trump, hat man denen Videos zugespielt, in denen Clinton völlig komplett aus dem Zusammenhang gerissen, eben im Rahmen irgendeiner Analyse, die sie gemacht hat, schwarze Männer als Raubtiere bezeichnet hat. Sie wollte Geld für irgendeinen Zweck, wo sie haben. Und diesen Film und in genau dem Ausschnitt hat man den Schwarzamerikanern eingespielt, in der Hoffnung, sie entsprechend zu demotivieren. Ja, es ist viel diskutiert worden, ob das tatsächlich funktioniert, aber mir reicht eigentlich schon, wenn ein kleiner Bruchteil von dem stimmt. Die Firma selbst hat sich überall auch jetzt angeboten, auch bei Le Pen zum Beispiel und so weiter. Also die sind natürlich auch in Europa unterwegs. Und stellen Sie mal vor, das wäre zu meiner Zeit früher, als ich noch Politik studiert habe, das wäre strafbar gewesen. Man hätte uns eingesperrt, ja? für nur sowas denken. Und heute ist es durchaus möglich. Wir wissen nicht, wie viel tatsächlich jetzt prozentual für den Trump funktioniert hat. Aber man weiß, es ist nachgewiesen, Microtargeting als grundsätzliche Funktion funktioniert natürlich. Wenn ich entsprechende Ads und persönliche Besuche punktuell ausrichte. Also nochmal, natürlich haben diese ganzen KI-Instanzen und Algorithmen und all das nicht den Trump zum Präsidenten gemacht. Da haben schon ein paar Menschen auch mitgewirkt. Übrigens auch da muss man aufpassen, was man sagt. Ne? Von den vorher genannten 240 Millionen sind die 60 gar nicht zugelassen. Weiter 60 haben aus politischem Schick nicht gewählt. Bleiben also nochmal zweimal ungefähr 60 übrig und davon hat die Hillary Clinton bekannt ungefähr 2 Millionen mehr Stimmen gehabt. Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig, aber hängt eben mit diesem Wahlmännersystem zusammen. Umso mehr ist wichtig, was man da manipulativ eben macht. Ja, und wichtig ist auch, was bei uns jetzt ansteht. Sie wissen, es ist ja demnächst bei uns auch Wahl und wir sind natürlich keineswegs gefeit vor solchen Methoden. Und deswegen wird da auch mobil gemacht in Deutschland, von gegenseitigen Unterlassungserklärungen bis zur Einrichtung einer Cyber-Taskforce werden die unterschiedlichsten Geschichten ausprobiert, eingeleitet, evaluiert und so weiter, um eben Wahlfälschung in Deutschland jetzt bei der Bundestagswahl so weit wie möglich zu reduzieren. Die Justizminister wollen den Einsatz von solchen Bots als digitalen Hausfriedensbruch strafbar machen und die Grünen, die wollen eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung solcher maschinell erstellten Posts durchsetzen. Ja, ja, also das sieht alles nicht ganz trivial aus und deswegen gibt es natürlich auch Widerstand. Und deswegen gibt es auch Widerstand. Man muss diese Technologien ganz massiv hinterfragen, was auch passiert. Nicht zuletzt von ganzen Heerscharen von Wissenschaftlern, von Fachwissenschaftlern, allen voran eben der Physiker Stephen Hawking, der bereits 2014 in einem offenen Brief im britischen Independent auf die Gefahren dieser künstlichen Intelligenz hingewiesen hat. Für ihn besteht die größte Gefahr in der maximalen Ausbaustufe dieser künstlichen Intelligenz, wobei es eben jetzt nicht mehr darum geht, dass Google oder der Staat oder sonst irgendeiner den Menschen mit künstlicher Intelligenz manipuliert, sondern jetzt geht es um den Zustand, wo praktisch die Algorithmen abhauen und wo die eben nicht kontrolliert und geschützt durch Organisationen und Regierungen eben ihr Unwesen treiben. Eine ganz wichtige Autorität ist hier Professor Nick Bostrom, der Direktor des Future of Humanity Institutes in Oxford. Und er sieht vor allem die Gefahr darin, dass in dem Moment, wo das passiert, er sieht das so bis 2075, sieht er das ungefähr
für möglich an, dass in dem Moment, wo das soweit ist, diese Superintelligenzen sich immer weiter verbessern werden und es zu einer Intelligenzexplosion kommen wird, in der eben dann praktisch es kein Halten mehr gibt. Es könnten dann eben diese Intelligenzen versucht sein, zukunftsrelevante Entscheidungen selber zu treffen und würden sich dann wahrscheinlich von humanoider Intelligenz nicht so gerne ins Handwerk pfuschen lassen. Das ist die große Gefahr, die auch darin besteht, dass natürlich die neuen Intelligenzen alle Sicherheitssysteme eigentlich locker hacken könnten und insofern eine Sicherheitsverwahrung sehr schwierig ist. Diese Entwicklung, die ich zugegebenermaßen sehr kritisch schildere, weil sie mich sehr nervt, wird von Ray Kurzweil, dem Technologiechef von Google, vollkommen anders eingeschätzt. Vollkommen anders eingeschätzt. Er sieht im Wesentlichen die Megachance, wenn es endlich so weit kommt, dass künstliche Intelligenz und Menschenintelligenz miteinander verschmilzt. Er sagt, dann ist es endlich möglich, diese doofe Restriktion von nur 100 Billionen synaptischer Verschaltungen und Vernetzungen in unserem Gehirn zu transzendieren, sei es durch eben entsprechende Implantate oder sei es durch einen ordentlichen Anschluss, zumindest an ein Speichermedium, damit ich nicht immer auf meine Zettel gucken muss. Ja, also sehr, sehr interessant. Er glaubt, das gibt einen ganz neuen Schub an Technologieentwicklungsmöglichkeiten, vor allem durch wenige Mikrometer kleine Mini-Roboter, die man praktisch dann in den Körper schicken wird, um dort den Alterungsprozess aufzuhalten und vor allem wiederum, um im Kopf die Intelligenz, die Denkfähigkeit und so weiter entsprechend zu maximieren. Kurzweil fasst das unter dem Begriff der Singularity. Und beruhigt diejenigen, die wie Sie jetzt vielleicht denken, oh Gott, damit, dass er sagt, es ist nicht das Ende der biologischen Existenz. Ja, Gott sei Dank. Obgleich, sagt er, ich zitiere, obgleich diese dann als Krone der Schöpfung abdanken muss, also Sie zum Beispiel. Unsere Zivilisation bleibt menschlich, sagt er. Sie wird der Menschlichkeit sogar in vielerlei Hinsicht mehr Ehre machen als die heutige. Der Menschheitsbegriff wird sich jedoch von seinen biologischen Wurzeln lösen. Kurzweil meint das ganz ernst, der quatscht das nicht nur so raus. Er tut auch alles, um so lange gesund zu bleiben, bis der Schritt zur Singularität erreicht ist. Ich schlucke jeden Tag 52 Tabletten und erhalte jede Woche ein halbes Dutzend intravenöse Behandlungen, weil er eben glaubt, damit diesen Punkt noch ein paar Jahre hinzuziehen, bis dann eben die Nanobots im Körper entsprechend funktionieren. Warum erzähle ich Ihnen das alles so genussvoll? Weil das nicht die irre Meinung von irgendeinem durchgeknallten Regisseur aus Hollywood ist oder sonst von einem Spinner. Das ist der Technologiekopf, das ist der wichtigste Technologiekopf in dem wichtigsten oder in dem zweitwichtigsten oder zumindest zweitgrößten Technologiekonzern der Welt. Das sind ganz mächtige Leute, die heute das, was die denken, ob es jetzt um einen Raumflug geht, wie bei dem Musk oder um was, die setzen das durch, das ist unglaublich. Die haben auch entsprechende Finanzmittel zur Verfügung. Die haben einfach die Power, Dinge durchzusetzen, die man sich als normaler deutscher Bundeskanzler gar nicht vorstellen kann. Ja. Also, wichtig ist zu wissen, wie die Leute, die an den Organisationen vorne dran sitzen, wie die ticken, und deswegen muss man aufpassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Entwicklungen gewünscht sind, und das kostet natürlich auch am Schluss alles unsere Jobs. Ja. Man hat ausgerechnet in Oxford, dass 47% aller Jobs in den nächsten Jahren eben verloren gehen durch diese Roboter. Ja, jetzt geht es eben darum, was kann man machen, was gibt es für Möglichkeiten, aus dieser Falle auszusteigen. Und das Wichtigste ist natürlich die Ausbildung und Kompetenz. Bei den Medien, bei der Politik und vor allem bei uns selber hier und jetzt und heute Abend. Wir dürfen nicht einfach, das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer im Digitalgeschäft, man darf nicht die Dinge einfach immer nur toll finden. Ja? Und wenn sie noch so toll aussehen und wenn so ein iPhone und Mrs. Siri und so weiter auch technologisch wirklich sehr reizvoll sind. Ja? Man darf nicht immer den Leuten auf den Leim gehen.
Deswegen wird vorgeschlagen, Überprüfung von Algorithmen durch eine Art Algorithmen-TÜV, die Berufung von Algorithmusbeauftragten analog des Datenschutzbeauftragten, die Kontrolle von Algorithmen im Einsatz von bei Google und Facebook zum Beispiel Wahlen und Abstimmungen. Natürlich die Ächtung von KI-Waffen, wo also die Entscheidung über Waffeneinsatz entzogen wird und so weiter. Das sind alles gute Ideen. Trotzdem glaube ich, man darf nicht darauf vertrauen, dass nationale und europäische Behörden und Institutionen das irgendwie regeln werden. Ich glaube, das ist eine Angelegenheit, die uns alle angeht. Und deswegen muss man über die Verwertungsbedingungen von künstlichen Intelligenzen nachdenken. Und ich glaube, der einzig richtige Umgang mit diesen Intelligenzen ist als Messlatte der Gemeinnutzen. Also praktisch eben das Gemeinwohl. Und das führt dazu, wenn man zu Ende denkt, in unserem Fall die ganzen kulturellen Gemeingüter wie menschliches Wissen, Kulturtechniken, Kulturleistungen, Sprache, Software, Quellcodes, elektromagnetische Wellen, Frequenzbereich und so weiter, natürlich auch das Internet und natürlich auch die Algorithmen, eben als solche von ihrer privaten Verwertbarkeit abtrennen. Schon deswegen, weil diese Leistungen nie von irgendwelchen Einzelnen erstellt wurden, sondern es sind Generationen von Fähigkeiten dahinter, es sind Generationen von universitären Studien dahinter und im Falle von der künstlichen Intelligenz und Algorithmen ist vor allem das Militär. Da steckt natürlich irre viel Geld vom Militär drin, um das entsprechend zu machen. Also deswegen wäre alles, was aus KI-Forschung kommt, als Gemeingut anzusehen und entsprechend autonomen Organisationen zu übertragen. Zum Beispiel in Form der Übertragung an eine globale Treuhand im Besitz aller Menschen, welche, so wie das Skytrust von dem Barnes funktioniert, wo eben entsprechende Erträge dann an die Menschen ausgeschüttet werden, vorzugsweise an die Armen. Dies natürlich kontrolliert, dass nur friedliche Nutzung funktioniert. Ja, und damit ist die Eigentumsfrage angesprochen, das ist klar. Und interessant ist eben, dass die Eigentumsfrage immer noch eine sehr, sehr heilige Kuh ist. Viele Leute glauben ja, ohne Privateigentum geht gar nichts. Und deswegen ist es umso interessanter und spannender, dass eben immer breitere Kreise das durchaus diskutieren. Vor allem eben auch im Umfeld der Commons-Bewegung, vertreten durch den Barnes, die Böll-Stiftung, die Silke Helferich, mit der Sie auch ja zu tun haben, und die Professor Ostrom. Die eben, gerade die Letztgenannte, mit ihrem Lebenswerk eben bewiesen hat. Und die Helferich hat in diesen wunderbaren Büchern hier, hat sie aufgearbeitet, ein wunderbares Tableau an Commons, die eben zeigen, dass ein Gemeinbesitz durchaus möglich ist. Und dass es eben nicht so ist, wie man eben den Commons zugrunde legt, dass eben der Mensch als historischer Nutzenoptimierer praktisch gar nicht anders kann, als alles zugrunde zu richten, was man ihm gemeinschaftlich übergibt. Ja, also ich glaube, es ist einfach durch die Arbeit von der Ostrom bewiesen, dass es kein Problem ist. Man kann tatsächlich Commons entsprechend führen. Und letztlich ist es ja auch das, was Sie hier bei der GLS Gemeinschaftsbank und Treuhand seit vielen, vielen Jahren machen, indem Sie eben das Geld nicht in Projekte investieren, in dem der Homo economicus das Sagen hat und wo das private Egoismusprinzip die Bereicherung zieht, sondern wo es eben wirklich um Gemeinnutzen geht. Ja, ich glaube, es stehen einfach große Entscheidungen an, egal ob bei der Eigentumsfrage, im Zusammenhang mit KI und auch ohne, Zukunft des Geldes. Ich glaube, da stehen große Veränderungen an und die Frage wird sein, ob bei Design oder bei Desaster. Das ist eigentlich die große Frage. Und deswegen glaube ich, man muss eben mitmachen, man muss die richtigen Sachen denken, man muss die richtigen Sachen unterstützen, man muss die richtigen Trends unterstützen, damit diese Transformation, die ansteht, die wirklich ansteht, einigermaßen friedlich und evolutionär stattfindet und nicht eruptiv oder wie sagt man heute, disruptiv Platz greift. Sonst nämlich, mit dem Titel habe ich extra mitgebracht, wie dem Titel eines Buches unseres Freundes, des letzten Buches unseres Freundes, was er jetzt gerade rausgebracht hat, Götz Werner, zu entnehmen ist, sonst knallt's. Vielen Dank.